Also wir haben heute eine Presseerklärung rausgegeben. Im Augenblick sind wir ja so ein bisschen in der heißen Phase der Saisonplanung und auch der Planung eben für die nächste Saison vor allen Dingen. Ja, das war auch Anlass, so ein kleines Resümee zu machen, wie die bisherige Saison gelaufen ist. Und ja, wir sind bislang mit dem Verlauf der Saison sehr zufrieden und gucken, ja, stolz auf die Tabelle im Endeffekt, dass wir im Augenblick auf Platz 5 stehen. Wenn es am Ende der Saison der 5. Platz ist, der 6., der 7., denke ich mal, können wir hier beim HSV hoch zufrieden sein. Dann ist uns einiges gelungen. Wir haben uns komplett neu aufgestellt im Verein, insbesondere in der ersten Herren. Wir haben guten Trainer gefunden, wir haben ein gutes Umfeld geschaffen für die Mannschaft und wir haben gemeinsam mit dem Trainer, glaube ich, einen guten Kader zusammengestellt mit jungen und auch mit erfahrenen Spielern. Also der 5. Platz ist für uns ein Traum. Da hätten wir im Vorfeld der Saison im Leben nicht mit gerechnet, dass wir heute auf dem 5. Tabellenplatz stehen. Wir haben immer in den letzten Jahren um den Abstieg gespielt, sind abgestiegen, wieder aufgestiegen. Unser Ziel war es, ja, Weihnachten unterm Tannenbaum zu sitzen, sag ich immer, stressfrei in die Planung zu gehen für die neue Saison, frühzeitig die Weichen stellen zu können für die neue Saison. Wir spielen in der vierthöchsten Liga. Von daher gesehen ist dort, mache ich dem Trainer und auch der Mannschaft ein großes Kompliment, ist uns unheimlich viel gelungen, hier im März eine junge, hungrige Mannschaft hinzustellen, die mit ein paar alten Leitpfosten zusammen hier wieder schönen Handball spielt, attraktiven Handball spielt und in der, und das ist eigentlich so unser Wunsch, noch sehr viel Potenzial steckt, gerade in den jungen Leuten, was es jetzt gilt, für das nächste Jahr weiterzuentwickeln, konsequent weiterzuentwickeln und die nächsten Prozente aus jedem Spieler rauszukitzeln. Es macht Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Es war, wie schon angesprochen, ist auch für mich jetzt, wie ich hier im März gekommen bin, das erste Mal, dass ich so eine Mannschaft während der Saison übernehme. Das war auch eine neue Erfahrung für mich. In diesem Jahr haben wir die Mannschaft jetzt, oder habe ich die Mannschaft gemeinsam mit Johannes Moritz von Anfang an gehabt. Wir haben gemeinsame Vorbereitungen durchgegangen und letztendlich scheint ja das, was wir gemacht haben, angeschlagen zu haben. Es macht Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Die Mannschaft ist jung, sie wird nächstes Jahr noch jünger sein. Sie wird sehr viel an Erfahrung verlieren. Gestandene Spieler, die hier in März sich einen Namen gemacht haben, werden ersetzt durch jüngere Spieler, auch aus der zweiten Mannschaft, aus der A-Jugend, mit Tobias Schwindling, Micha Zimmer und auch Michael Arnold kommen Spieler hoch, wo man einfach mal abwarten muss, wie bei denen das Training anschlägt. Und dann freuen wir uns jetzt schon so langsam auf die neue Saison.